Hallo und herzlich willkommen zurück hier zu einer neuen Folge von Let's Play The Evil Within. In der letzten Folge sind wir der Spinnenfrau entkommen oder wird sie noch einmal auftauchen? Ich hoffe ja nicht. Und wie sieht's bei dir aus? Das habe ich mir schon fast gedacht. Und werden wir Joseph. Joseph und Kidman wiedersehen? Hier liegt eine Leiche. Die verbrennen wir natürlich. Wir gehen hier auf Nummer sicher. Nicht, dass die hier noch auftaucht. Und was haben wir hier? Nein, nein, nein. Ah, gerade hatten wir es noch davon. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. Sprinte, sprinte. Ah, du meine Güte. Sprinte, sprinte. Oh mein Gott, da ist sie, da ist sie, da ist sie. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott. What? Feuer. Das hält sie ein bisschen. Ah! Ich muss mich ducken. Ah! Wo ist die jetzt? Oh mein Gott. Wo muss ich eigentlich überhaupt hin? Ich habe keinen Plan. Ich höre sie nur. Wo ist sie? Wo? Ah, hier. Was ist das? Still. Oh nein. Die verfolgt uns weiter. Da ist noch eine Fackel. Da war noch eine Fackel. Wo? Wo ist sie? Wo ist sie? Wo ist sie hier? Komm nur her. Komm her. Oh mein Gott. Das geschieht dir recht. Selber angezündet. Scheiße! Wie lange müssen wir die denn noch verbrennen? Ah! Oh. Oh mein Gott, tut mir leid. Oh. Ich habe mich gerade so erschrocken. Nein, nein, nein! Oh mein Gott. Pure Emotion. Nein, nein, nein. Das war echt zu viel. Der Schrei musste einfach raus. Okay, Konzentration. Konzentration. Können wir die vielleicht irgendwie umgehen? Was passiert, wenn wir jetzt hier hochgehen? Wir laufen hier immer nur im Kreis. Komm raus. Okay. Ich habe einen Plan. Und zwar muss sie dafür hier runterkommen.
Das muss sie doch erledigen. Was? Das kann doch nicht sein. Das kann doch nicht wahr sein. Hä? Jetzt ist sie wieder weg. Ich höre sie, ich höre sie. Das war nicht. Doch, ich glaube, ich habe sie erwischt. Ich glaube, ich habe sie erwischt. Sehr schön. Wie oft muss ich gegen die kämpfen? Stör. Ole, 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 Spinnenfrau, ade. Wow! Ich bin richtig begeistert. Das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich habe gedacht, das wird ein riesen zäher Kampf, den wir bestreiten müssen. Das ging... Puh. Das war der Kampfschrei, der beim ersten Mal hier... raus musste. Kampfschrei. Naja, wohl eher Angstschrei. Egal. Wir haben sie besiegt. Aber wir haben jetzt auch nichts von ihr bekommen, oder? Oder habe ich jetzt nur was übersehen? Können wir die Überreste von der irgendwie aufsammeln? Ja. Ja. 8000 grünes Gel. Sehr schön. Sehr schön, sage ich da nur. Ach, da komme ich gar nicht hoch. Hier, die Leiter. Sehr schön, sehr schön. Puh, mein Herz pocht immer noch. Das war schon ein ganz schöner Adrenalinschub hier. Muss nicht unbedingt immer sein. Jetzt gehen wir durch die Tür. Vielleicht finden wir jetzt Joseph und Kidman wieder. Erst einmal eindecken mit Munition. Streu können wir mal nachladen. Hier ist voll, hier können wir nachladen. Und wir behalten mal die Schrot. Nach Hause. Nach Hause. Die Krankenakte des Probanden führt Entwicklungsstörungen, eingeschränkte Kommunikation und soziale Kognition sowie repetitives Verhalten auf. Synästhesie-Anzeichen berichtet. Die Anlagen weisen auf erhöhte Empfänglichkeit externer Stimuli und hohe strukturelle Anpassungsfähigkeit hin. Könntest du das sein, wonach ich all die Jahre gesucht habe? Direkt vor meinen Augen. Unglaublich. Kein Zweifel mehr. Dieser ist... kompatibel. Mein Gott, was geht hier vor? Was in Teufels Namen? Oh nein. Oh nein. Oh nein.
Bleib schön liegen. Wir ziehen ihn in den Stecker. Nein, ich habe keine Patronen mehr. Das war knapp. Zieh ihm den Stecker. Zieh den Stecker raus. Zieh den Stecker raus. Mist, zu langsam. Ey, die liegen doch noch. Was? Ich krieg die nicht down. Ich krieg die nicht down. Okay, letzte Möglichkeit. Sprengbolzen. Das war dumm. Kommt hierher, kommt hierher. Beide. Was? Was? Ich glaube, das funktioniert nicht. Na, ich verballer jetzt hier alle. Das funktioniert nicht. Wie krieg ich die? Ich habe hier keine Muni. Das funktioniert nicht. Krieg ich die so irgendwie? Nein, das wird nichts. Aha. Kannst du vergessen. Das wird scheiße. Ohne Schrot wird das nichts. Das ist jetzt echt doof. Scheiße. Jetzt habe ich fast meine ganze Muni an die verballert. Ja, wir nehmen mal hier unseren Sprengfall wieder auf. Das bringt nichts. Also ich habe den jetzt so viele Kugeln schon in den Kopf geschossen. Ja. Kann ich irgendwie weglaufen? Nein. Hä? Das kann doch nicht sein. Stoß ihn um. Komm, bring ihn zu Fall. Bring ihn irgendwie zu Fall. Komm schon. Komm schon. Jetzt. Oha. Das wird was. Was geht jetzt ab? Was geht jetzt ab? Oh mein Gott. Komm her. Na warte, na warte. Wir müssen den irgendwie in die Ecke treiben. So vielleicht und dann irgendwie zu Fall bringen. Das wird nichts. Jetzt kann er sich nicht umdrehen. Und dann haben wir ihn. Sie etwas erschreckt? Haben die irgendwas mit meinem Kopf gemacht? Sie sehen nicht gut aus. Sie sollten besser auf sich aufpassen. Ja, was passiert hier nur?
Wir sind wieder zurück in der Klinik. Und was haben wir hier? Kirchenboden bricht ein. Keine verletzten Augenzeuge spricht von Wunder. Größter Kirchenskandal aller Zeiten. Der Fußboden in der Kirche von Cedar Hill brach während der Renovierungsarbeiten ein. Laut einem Gemeindemitglied grenzt es an ein Wunder, dass niemand verletzt wurde. Mhm, okay. Kirchenboden. Was haben wir hier? Fotos. Eine Kirche. Hallo? Oh nein. Jetzt nicht auch noch hier. Das war doch unser sicherer Ort. Hallo? Was war das? Ah, du Scheiße. Boah, ich hab so Gänsehaut. Ich dachte, die Spinnenfrau wäre jetzt erledigt. Boah, nein, 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 nein. Wir haben wieder grünes Gel gefunden. Warum ist das jetzt hier auch so gruselig? Hallo? Das geht doch nicht. Boah, könnt ihr mal irgendwo andere Licht anmachen? Wäre sehr freundlich, bitte. Ich bin gerade mega schreckhaft. Vertrag keinen weiteren Schock. Bin so mega angespannt. Wo geht die jetzt hin? Da war doch davor noch gar nichts. Und es wird immer dunkler. Hä? Das war davor aber noch nicht. Oh mein Gott, ich will gar... Ach du Scheiße. Wo kommen wir hier hin? Es ist so scheiße dunkel. Es ist... so dermaßen dunkel. Oh mein Gott, wer ist das? Wer ist das? Ich will nicht weiter. Oh mein Gott. Das sah mir nach einem neuen Bösewicht aus. Ist das Leslie? Leslie?
Sebastian? 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 Ach du Gott, wo sind wir jetzt? Ach du Gott, was ist das für ein Ausdruck? Ach du Gott. Wo sind wir jetzt zum Teufel? Wir sind wieder... Ich habe keine Ahnung, wo wir sind. Ist das vielleicht die Kirche? Das könnte sein. Die Kirche. Was finden wir hier Schönes? Na, klasse, können wir nicht aufnehmen. Dann schauen wir mal, wo wir uns hier befinden. Das sieht ganz stark nach. Ich weiß nicht, vielleicht ist es doch nicht die Kirche. Denn hier ist mehr als nur der Boden eingestürzt. Hä? Jetzt sind wir wieder ganz woanders. Das Spiel verwirrt mich. Genau wie auf den Fotos. Kapitel 6. Das ist die Kirche. Und hier machen wir dann in der nächsten Folge weiter. Bis dahin, tschüss!